Hallo und herzlich willkommen hier zum Hell in a Cell Matchcard Trailer. Der nächste Pay-Per-View steht an, 5 Matches haben wir am Start und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der Matchcard. Das erste Match ist hier Drew McIntyre gegen Roderick Strong. Das wird das Match sein, was ich simulieren werde. 4 Matches werden wir wieder spielen. Für dieses Match gab es in der letzten Folge einen kleinen Aufbau. Wir schauen nochmal rein. Money in the Bank Qualification Match. Strong oder McIntyre. Und Roderick Strong kann sich tatsächlich hier durchsetzen gegen Drew McIntyre. Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Gibt's nicht. Und dann gewinnt auch noch ausgerechnet Roderick Strong das Ding. Drew McIntyre gegen Big E. Und Drew McIntyre gewinnt das Ganze hier. Bei Hell in a Cell also McIntyre gegen Roderick Strong. Das wird also das Match um den Money in the Bank Koffer werden. Erste Verteidigung von Roderick Strong. Möglicherweise dann im Main Event auch ein Cash-In. Mal schauen. Das wird das erste Match werden, werde ich simulieren, deshalb könnt ihr hier natürlich nicht abstimmen, mit wem wir spielen sollten. Ja, ganz normales One-on-One Normal Match werde ich simulieren. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten Match, denn da wird es jetzt interessant. White gegen Sullivan wird das werden und da gibt es richtig viel Aufbau. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Aus dem Nichts hier, Bray Wyatt am Start. Sister Abigail geht durch gegen Hansen. 1, 2, 3. Lars Sullivan holt sich den Sieg durch die Hilfe von Bray Wyatt. Sehr schön, gibt's den Pin hinterher von Rowan. Der Referee ist schon wieder ab. 1, 2, 3 und es reicht. Wyatt Destruction sind die neuen Raw Tag Team Champions. 1, 2, 3 neue Raw Tag Team Champions und die Raw Raiders können hier tatsächlich Wyatt Destruction schlagen und sind neue Raw Tag Team Champions. Wyatt hier im Ring, er kann sicher nicht zufrieden sein und jetzt attackiert er hier Lars Sullivan. Wyatt hört gegen Lars Sullivan und das war's dann wohl mit der Wyatt Destruction. Und Sister Abigail hier von Bray Wyatt auf der Stage. Und jetzt ist hier Bray Wyatt mit Lars Sullivan noch am Kommentatorentisch. Und Euro Nagi durch den Tisch. Und Bray Wyatt zerstört hier nochmal Lars Sullivan vor Hell in a Cell. Endlich gibt es das Match also beim SummerSlam. Haben sie sich gesplittet. Wyatt gegen Sullivan. Das wird hier das Match werden. Und das Ganze wird ein ganz besonderes Match, denn das Ganze wird ein Wyatt Compound Backstage Brawl, so habe ich das Ganze jetzt mal genannt. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist das Ganze, an alle, die die Karriere in WWE 2K19 gespielt haben, die werden sich jetzt vielleicht auskennen, denn das Match wird beim Wyatt Compound, also dieses Wyatt Gelände da stattfinden, wo dieses Haus da steht, also alle, die in der Karriere gespielt haben. Ja, die werden sich jetzt auskennen, ich blende euch hier auch nochmal ein Bild ein, dann könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern. Und genau an diesem Ort wird dieses Match eben stattfinden. Ist, denke ich, eine richtig nice Idee. Als ja, finales Match jetzt endlich zwischen den Zweien wird das hier stattfinden beim Wyatt Compound. Wird ein nicer Brawl werden. Und ja, mal schauen, wer sich dann durchsetzen kann. Hier könnt ihr natürlich abstimmen. Wyatt oder Sullivan wird, denke ich, eine klare Nummer werden. Aber stimmt trotzdem ab. Wir machen auch schon direkt weiter mit dem dritten Match. Das wird ein US Titan Match. Hier ja, gab es nicht wirklich einen direkten Aufbau, aber die zwei Gegner, also das Ganze wird ein Triple Threat Match werden, haben sich dann doch ja, ziemlich leicht gefunden, nachdem sie echt in den letzten Wochen starke Leistungen hier erbracht haben. Und deshalb ja, schauen wir uns nochmal an, welche Gegner das geworden sind. Pin von Owens, reicht das für den King of the Ring Sieg? 1, 2, 3 und es reicht. Kevin Owens ist King of the Ring. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt nochmal gegen Reigns stellen werde um die Universal Championship. Da werden wir jetzt, glaube ich, einen neuen Herausforderer brauchen. Aber vielleicht geht er gegen John Cena um den US-Titel. Das wäre auf jeden Fall ein mögliches Szenario, was ich machen könnte. Bray, Team SmackDown, holt sich hier den Sieg gegen Aleister Black hier zu dritt am Ende.
aber wirklich stark von Aleister Black. Der hat hier das Team Raw auf jeden Fall gecarried. Da wird er auf jeden Fall ein Titelmatch oder so bekommen. Vielleicht bei Hell in a Cell, hätte er sich auf jeden Fall verdient. Kevin Owens und Aleister Black also haben es hier reingeschafft in dieses US Title Match gegen den Champion John Cena. Das Ganze wird ein Hell in a Cell Match, das brauchen wir natürlich auch. Und das könnte ein richtig nices Match werden. Kevin Owens als King of the Ring und Aleister Black nach seinem starken Survivor Series Match hier am Start. Und mal schauen, wen wir hier als neuen Champion haben werden. Stimmt hier auf jeden Fall ab, Kevin Owens, Aleister Black oder John Cena. Ich hätte persönlich echt Bock hier auf Aleister Black. Mit Owens haben wir schon oft genug gespielt. Mit Cena hätte ich jetzt auch irgendwie keinen Bock. Mit dem haben wir auch bei der Survivor Series gespielt. Deshalb mit Aleister Black wäre auf jeden Fall mal was Neues. Aber stimmt hier ab, mit wem wir das Ganze spielen sollten. Und dann gehen wir auch schon rüber zum vierten Match. Das wird das SmackDown Tag Team Gürtel Match. Da hatten wir in der letzten SmackDown Folge ein Aufbau-Match bzw. ein Number One Contenders Match. Und da schauen wir nochmal rein. Hui, das war's. Ich konnte Kyle O'Reilly gerade noch so aufhalten. Styles, Gallows und Anderson holen hier direkt im ersten Match ihren Sieg und sind neue Number One Contender und werden bei Hell in a Cell gegen The Revival jetzt antreten. The Club gegen The Revival. AJ Styles ist hier nicht am Start. Warum? Denn das Ganze wird ein Steel Cage Match werden. Das Club Comeback mit Styles gab es ja in der letzten SmackDown Folge. Hier müssen sie aber alleine ran im Steel Cage gegen The Revival. AJ Styles, der ist jetzt zwar nicht am Start, aber wird dann natürlich in den nächsten, bei den nächsten Pay-Per-Views wieder am Start sein. Deshalb stimmt ab für The Club oder für The Revival, mit wem sollten wir das Ganze spielen. Und dann gehen wir auch schon rüber zum Main Event, dem letzten Match. Gab es jetzt auch keinen direkten Aufbau, aber das Ganze hat sich während des King of the Ring Turniers ergeben und wir schauen nochmal rein. Cesaro gegen Pete Dunne, beide von SmackDown, der WWE Champion. Wenn hier Pete Dunne Cesaro pinnen sollte, gibt es da vielleicht in Zukunft auch ein Titelmatch zwischen den Zweien. Mal schauen. Kann er hier ins Halbfinale kommen? Cesaro gegen Pete Dunne. Jawohl, er schafft es. Pete Dunne ist im Halbfinale. Sehr nice. Und damit gibt es möglicherweise Cesaro gegen Pete Dunne beim nächsten Pay-Per-View dann. Pete Dunne fordert hier also Cesaro heraus, nachdem er ihn schon mal im King of the Ring Turnier gepinnt hat. Mal schauen, ob er das hier wieder schaffen kann. Das Ganze wird natürlich als Main Event von Hell in a Cell ein Hell in a Cell Match. Ist jetzt keine krasse Fehde oder so, aber für Hell in a Cell denke ich mal ein nices Match, dass wir auch mal Pete Dunne im WWE Titelmatch haben, nachdem wir jetzt Styles lang genug da drinnen hatten und so. Jetzt mal ein neuer Gegner für Cesaro. Ihr seht ja auch, dass Cesaro noch dasselbe Outfit wie immer hat. Die ganzen Leute hier bekommen natürlich, bevor es dann morgen mit der ersten Folge losgeht, bekommen die natürlich alle noch neue Outfits. Das sind die 5 Matches, 4 werden wir spielen. Stimmt auf jeden Fall auch hier natürlich wieder ab, Pete Dunne oder Cesaro. Ich werde mal schauen, voraussichtlich wird dann morgen die erste Folge um 18 Uhr als Premiere starten, wenn sich das Ganze zeitlich ausgeht, sonst halt erst um 20 Uhr oder so. Aber die erste Folge sollte auf jeden Fall morgen online kommen, am Sonntag. Dann die zweite Folge. Ja, jetzt gehen wir noch rüber zum letzten Punkt. Und das wird sie werden, die Hell in a Cell Arena. Sieht, denke ich, ziemlich nice aus hier unten mit diesen Gittern hier am Start. Hier sehen wir nochmal den Ring und den Kommentatorentisch. Ja, das wird also die Hell in a Cell Arena werden. Morgen geht es dann schon los mit der ersten Folge. Danke, dass ihr hier eingeschaltet habt. Vergesst auf keinen Fall abzustimmen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr morgen auch nicht verpasst, wenn es dann losgeht mit der Premiere. Und ja, bis dahin, wieder schauen und reingehauen.